Medikament im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Fußpilz. Es werden Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen der Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen beim letzten Wirkstoff, der vorgestellt wird, Nystatin äußerlich. Ich lese vor. Nystatin äußerlich. Das rezeptfreie Nystatin hemmt in niedrigen Konzentrationen das Wachstum der Hefepilze. In hoher tötet es sie ab. Hefepilze kommen häufig im Windelbereich vor, jedoch selten bei Fußpilz. Ich möchte an der Stelle sagen, Hefe besteht aus Bakterien. Ich weiß nicht, was Hefepilze sind. Ich kenne den weißen Schimmel an Camembert, das ist aber kein Hefepilz. Das ist Schimmel, Edelschimmel auf Milch. Hefe sieht nach einer Zeit so aus, wenn man die Kühlschrank liegen lässt. Das ist aber nicht der Hefepilz. So. Hefe besteht aus Bakterien. So, Nystatin äußerlich. Da gibt es zwei Urteile. Eines tiefrot, das andere tiefgrün. Tiefgrün, geeignet bei durch Hefepilze verursachten Fußpilz nach ärztlicher Diagnose, was auch immer Hefepilz ist. Wenig geeignet bei Fußpilz ohne vorherige ärztliche Diagnose, weil dieser selten durch Hefepilze verursacht wird. Ich möchte an der Stelle sagen, das ist weißer Schimmel und kein Hefepilz. So. Wichtig zu wissen, wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch nach einigen Tagen danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Nystatin kann auch schon bei Neugeborenen und Säuglingen angewendet werden. So, und jetzt sage ich es nochmal. Liebe Mütter, lasst den Camembert aus dem BH, keiner will das. Und dann braucht man auch kein Nystatin bei Neugeborenen. Damit schließt der Abschnitt Fußpilz. Es geht weiter bei Haut und Haare mit Gürtelrose. Tschüss.